Cora, zügel dich jetzt in der Antwort. Was gefällt dir an Berlin? Nix. Reicht das? Perfekt. Ja, was lieben wir an Berlin? Was mögen wir an Berlin? Beziehungsweise was hassen wir an Berlin? Die U-Bahn-Linie 8. Was hassen wir an Berlin? Morgens um 7 ungeduschte Menschen in der U-Bahn, von denen man eingequetscht wird, wenn dazwischen dann noch welche mit dem Döneressen sitzen und noch die Bierflasche. Man selber möchte gerade nüchtern eigentlich zur Arbeit fahren. Das sind die Tage, an denen man denkt, ich wäre am besten im Bett geblieben. Es verwundert mich gerade, also das kenne ich ja nicht, nüchtern zur Arbeit fahren. Aber das ist die Frage. Gut. Ich bin irritiert, dass du morgens um 7 zur Arbeit fährst. Ich hatte mal Zeiten, wo ich früh aufstehen musste. Ach so, du warst die andere. Du warst die mit dem Dönergeruch und alles klar. Die Leute starren. Jetzt verstehe ich das. Jetzt entschuldige bitte, wenn ich morgens um 10 aus dem Schwutz gefallen bin, war ich doch nicht mehr nüchtern. Morgens um 10. Damals ging es im Schwutz noch bis um 10. Das gibt es heute auch nicht mehr. Nee, heute wird man um 6 mit der Security rausbegleitet, wie ich gehört habe. Oh, mit der Security rausbegleitet. Das passiert anderen auch schon vor 6. Also das dann, ach, ja, dafür brauchen manche nur die Schwelle eines Ladens zu übertreten, damit das passiert. Das ja, das ist aber auch, das ist auch Berlin. Ja, das war früher auch so. Türpolitik gab es so. Und die früher eigentlich nicht. Früher kam man immer überall rein. Mittlerweile, seitdem wir alle so mittig geworden sind. Nein, seitdem München nach Berlin kommt. Sag ich doch. München kommt nach Berlin. Das ist mittig. Das ist Stuttgart, genau. Das fing an mit dem wie hieß es, Dorian Gray. Gesindelfingisierung. Der Prenzlauer Berg ist auch echt schön geworden, ne? Also der war mal echt schön. Unter 2 Kindern darfst du keine Wohnung mehr beantragen im Prenzlauer Berg. Und eines also, muss davon mindestens noch im gebärfähigen Zustand sein. Das Kind muss im gebärfähigen Zustand sein? Naja, einen Kinderwagen musst du mindestens haben. Ach so. Ja, den kann ich mir noch kaufen, ist ja nicht ein Problem. Also. Nee, das ist das, was ich an Berlin hasse zum Beispiel, ja? Aber dafür liebe ich an Berlin, dass man das sogar ich Schoß machen kann. Ja, das liebe ich an Berlin. Ich meine, wäre ich in Hamburg, ich könnte da kein Flirtfieber oder so ein Schnulli machen. Also, Entschuldigung, wenn der Moni halt hier. Also in Hamburg könntest du das sowieso nicht überleben. Ja. Das ist Gloria Jones. Olivia Jones, nicht Gloria Jones. Oh Gott, jetzt habe ich fast den bösesten Fauxpas begangen. Olivia Jones hat alles abgegrast und mehr will man auch schon nicht mehr sehen, wenn man das gesehen hat. Na, die Hamburger wollen Olivia nicht mehr sehen und schicken sie jetzt auf Deutschland-Tour die ganze Zeit. Das ist natürlich so ein Ding, deswegen, aber... In eine selbstfinanzierte Deutschland. Ja, natürlich. Das hat den Riefenstahl damals auch gemacht. Uiuiuiui. Oh Gott, ich bin böse. Sigrid, was liebst du, was hast du eigentlich? Ja, bitte. Ich liebe das Wasser in Berlin. Ich finde, wir haben schön viel Wasser, wir haben schön viel Grün. Und das liebe ich sehr, weil es die Stadt ganz anders erscheinen lässt, wenn man mal ich hatte das Glück, gerade gestern auf einem 100 Jahre alten Boot auf der Havel zu fahren und zu singen dort, mitten auf dem Boot, oben auf Deck irgendwie. Und es war klasse, einfach da dieses große Wasser zu haben und zu wissen, das ist alles Berlin, das alles ist Berlin. Das ist zu singen klasse. Zu singen und nein, wir sind nicht gesunken. Also ich habe nicht so gesungen, dass wir sinken mussten. Nein, so schlimm war es nicht. Und es war, ich dachte nochmal, wir leben in einer großartigen Stadt. Wir haben so vieles. Wir haben die Hinterhöfe, wir haben den Dreck, weil auf der anderen Seite, was mich stört, ist als Fahrradfahrerin nach dem Wochenende die Scherben der vor Freude zerschlagenen Flaschen auf Radwegen. Naja, aber auch die Autofahrer stören, als Radfahrer stören einen die Autofahrer hier in Berlin auch ganz gewaltig. Ach, das geht. Ich bin da immer ganz freundlich und lasse sie vorfahren. Ich bin eine defensive Radfahrerin, aber eben wie gesagt... Ich trage Schuhe mit Stahlkappen beim Fahrradfahren. Echt? Ich trage ein strahlendes Lächeln auf den Lippen und das hilft immer. Ich bin auch defensive Radfahrerin, aber das nützt einem leider nichts, wenn man unterm Laster liegt. Dann noch zu opponieren, macht keinen Sinn. Also insofern, es ist wirklich schwierig und es passiert mir eigentlich täglich, möchte ich schon fast sagen, fast einmal, dass ich geradeaus fahren möchte, aber der Laster leider nur mal rechts abbiegen möchte. Man muss beim Laster und, liegen. Ja, ist richtig, ja. Ich versuche jetzt mittlerweile schon den Trick zu bekommen, mich auf die Seite zu schmeißen, unten drunter durchzuschlittern und dann irgendwie wieder auf die Räder zu kommen, aber bin noch ein bisschen feige. Sie selber kommt mittlerweile durch, aber das Rad meistens das nicht. Das Rad bleibt hängen quer. Ja, immerhin, das war früher anders. Da kam das Rad durch, aber ich blieb hängen im Laster. Und das, obwohl der 1,20 Meter hoch war. Und ich ja, du bliebst Kleider im Laster hängen. Ja. Das hatte man sich von Margot nicht vorgestellt. Da guck dir die Kleider doch an. Ja.
was ist da kommt dieses bisschen Durchbrochene auf dem Dekolleté. Na, das ist eine Lasterplane, die ich mitgerissen habe. Das ist eine Lasterplane, aber die ist schön geköppelt. Das ist wirklich schön. Geköppelt und bunt gemalt. Ich war eine Brüsseler Lasterplane. War eine Brüsseler, eine Brüsseler, ja. Eine Brüsteler Lasterplane. Ist übrigens ein wunderbares Kleid, das müssen wir beim Ganzen zeigen. Ja, das ist ein Berliner Modell. Das muss man nicht, Margot. Ja, doch, das muss man. Das ist diese Teflon-Mischung. Man glaubt diese spezielle Teflon-Mischung. Weil man hat früher immer gesagt, Margot, das, was du trägst, das sind doch garantiert irgendwie Designermodelle, die kann es nur einmal geben, die wurden nur für dich geschneidert. Nein, ist nicht ganz wahr. Die gibt sie mindestens zweimal. Und ich glaube, in so einen hässlichen Fummel habe ich noch nie gesteckt. Und meine sind sonst auch nicht schön. Macht aber eine schöne Büste. Ja, bei Emily macht das. bei mir macht das, ich könnte auch so als Litfaßsäule arbeiten. Apropos Litfaßsäule, ist ja auch so ein Berliner Ding. Litfaßsäule ist auch. Ja. Mittlerweile mehr und mehr durch Wall verdrängt. Ja, leider. Ich finde Berlin eine wunderbar grüne Stadt, um darauf mal zurückzukommen. Und wenn ich in anderen Großstädten bin, in Hamburg, in Köln, auch in Paris und in München und sonst wo, keine Stadt ist so schön grün wie hier diese Stadt Berlin. Jede Straße hat irgendwo irgendwelche Bäume und dann wird unten drunter natürlich Baumscheibenbegrünung. Natürlich die Baumscheibenbegrünung, ja sicher. Auch mit viel Hundekot gedüngt. Genau. Ja, deswegen wächst das ja auch alles so gut. Nein, Hundekot ist einer der schlechtesten Dünger für Blumen überhaupt. Naja, dann pflanze ich da eben Kartoffeln an, ist mir doch egal. Hauptsache es wächst gut. Ich muss es ja nicht essen. Das ist das Tolle an Berlin, das ist wirklich so gnadenlos grün. Und wenn ich insbesondere dann an München denke, wenn ich dann nach München fahre, ich war mal in München gewesen, der erste Tag, München war wirklich schön, eine schöne Stadt. Am zweiten Tag habe ich mir München weiter angesehen, es war auch noch schön. Und am dritten Tag, da fing es dann schon an, es war immer noch schön. Und es blieb einfach nur schön. Und egal, wo man hinkommt, es war alles schön. Aber das war es eben auch. Diese Stadt hatte ansonsten nichts weiter außer nur schön. Und da muss ich sagen, da liebe ich Berlin. Berlin ist auch mal scheiße dreckig. Berlin ist mal langweilig. Berlin ist mal stinkend laut. Berlin ist manchmal aggressiv. Berlin ist manchmal einfach nur störend. Aber Berlin ist echt. Das ist es einfach mal. Es ist echt und nicht so gefaked. Und Berlin hat auch mal schlechte Laune. So, ja. Apropos schlechte Laune. Emily, was gefällt dir an Berlin? Habe ich doch gerade schon gesagt, dass mir gefällt, dass sogar ich hier Shows machen kann. Aber nee, das meine ich wirklich ernst, weil ich bin ja wirklich nicht Mainstream oder so. Und somit kann ich schön dann mit Prenzlauer Berg meine Show machen und ich bin mal gut besucht, freue mich. Aber, weil du gerade von Straßenbäumen sprachst, da ist mir eingefallen, dass da vor kurzem ist da eine S-Bahn gegen einen Baum gefahren oder sowas, ne? Da ist ein Baum auf die Gleise gefallen, ja. Ja. Dann ist die S-Bahn dagegen gefahren. Und wir ärgern uns ja alle regelmäßig über die S-Bahn. Immerhin ist die S-Bahn mal gefahren, das ist ja schon mal ganz gut. Also ich bitte, ja, sie ist immerhin schon gefahren. Aber jetzt hat sie nochmal Gründe für 10% Auswahl der gesamten S-Bahn. Naja, genau, so.